Willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit Ivo und allem anderen. Zylinder. Der Zylinder gehört zum Ruhrpostsystem. Er bietet Platz für Nachrichten und kleine Gegenstände. Und er ist so schwer, dass man damit problemlos einen Tauren erschlagen könnte. Da kann man was reintun. Dich! Kann ich dann da irgendwas noch reintun? Ich gehe jetzt erstmal zu den anderen. Vielleicht müssen wir das ja vorher machen. Ich weiß es halt nicht. Nicht bin ich ja schnell wieder zurück. Schwing dich mal über, Ivo. Noch ist der Dings ja beschäftigt. Ja, sie geht ja auch hin. Sie kann ja auch raus anscheinend. Das muss ja auch eine Bedeutung haben. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Okay, da müssen wir aufpassen. Was haben wir denn jetzt hier? Können wir dem erstmal helfen? Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Okay. Der Troll... Was? Der Troll würde mich sehen, sobald ich die Deckung verlasse. Zumindest, wenn er so dasteht. Oh, wenn er so dasteht. Die beiden sehen unverletzt aus. Noch. Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Ja. Mit Stein wieder mal bewerfen? Oder tatsächlich mit dem Zylinder? Den wir aber doch für da hinten eigentlich brauchen, hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube, dann können wir hier noch gar nichts machen. Also kommt erst doch Munkus? Ich wollte halt, ja. Dort geht es etliche Meter steil nach unten. Und selbst ich hatte Probleme, die Klippe wieder hochzuklettern. Ja, du musst doch was machen können. Ach, hier, mit Wilbo können wir reden. Die beiden sehen unverletzt aus. Die beiden sehen unverletzt aus. Ja, wir können nicht interagieren mit den beiden. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich erstmal um Munkus kümmern. Ich habe hier auch nichts, was wir irgendwie noch anvisieren könnten. Die beiden sehen... Nee, dann gehen wir erstmal wieder rein. Dann müssen wir uns um Munkus kümmern. So, dann geh. Du! Salz! Hier ist nichts. Dich! Ach ja, das Problem wieder. Du! Salz! Dich! Essen! Wir holen sie nochmal. Komm mal! Was zum? Komm mal! Was können wir denn tun? Weil die steht ja dann auch einfach wieder auf. Das ist das Ding. Irgendwas müssen wir doch machen können. Guck mal, nochmal ein. Das war schon gut. Ausrutschen, ab. Und jetzt müsste was passieren eigentlich. Ah, ich kann nichts machen. Und das Ding kann... einen ausschalten, sagt sie. Weil das so schwer ist. Hä? Es wäre eigentlich eine gute Idee, wenn es erst dann losgeht, wenn wir es wollen. Denke ich mir gerade so. Munkus mag dämlich aussehen, aber ich glaube, er besitzt einige Macht. Wenn er mich sieht, könnte es auch sein mit mir. Ach so. Was haben wir denn noch? Wir können auch das Ding noch irgendwie, oder? Hallo, Ivo? Ja? Mein Spankomat 1000. Können wir das wieder rausnehmen? Nein. Vielleicht können wir das irgendwie... Warte, wir haben doch die Schublade, die wir aufmachen können. Die machen wir mal auf. So. Die hatten wir nämlich nicht aufgemacht. Du! Salz! Das könnte vielleicht auch eine Hilfe sein. Was zum... Jetzt ist die Schublade nämlich offen. Vielleicht hat das schon eine Auswirkung. Die ist ja direkt über der... Pfütze. Was?
Und jetzt habe ich das Ding aber nicht. Ah. Okay. Komm, nimm's. Schnell. Jetzt ist zu spät, ne? Jetzt muss ich es nochmal machen. Ja. Oh nein, mach's nicht kaputt. Ich war nur zu blöd, den Zylinder vorher aufzuheben. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Oh. Ja, wer ist eigentlich so blöd und fällt darauf eigentlich nochmal rein? Jetzt rutscht Munkus gleich nochmal darauf aus. Ist eigentlich richtig dumm. Na komm. Du! Sollst dich öffnen! Was zum? Ja, komm. Eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt klappt, aber tun wir mal so, als wäre das von eben noch nicht passiert, weil ich den Zylinder jetzt habe. Ich dummerle. Mit der Schublade klappt es auf jeden Fall super. Mit einem Doppel ausrutschen, hinknallen. Bams. Okay, jetzt liegt sie. So, und jetzt nochmal den Zylinder. Okay. Munkus ist ausgeschaltet. Sehr schön. Das wollten wir hören. Ach, schön. Ich habe die Tür verkeilt. Sie wird Munkus hoffentlich aufhalten, bis wir hier samt Artefakt verschwunden sind. Munkus muss da jetzt erstmal zusehen, wie er rauskommt. Ich habe die Tür verkeilt. So, und jetzt müssen wir zusehen, wie wir die beiden hierher holen, oder? Was hat Munkus hier vorhin reingelegt? Ein Spiegel? Ah. Den nehme ich mit. Das ist gut. Damit können wir bestimmt jetzt den Troll draußen irgendwie mit Reflexion oder so ablenken. Das wäre doch cool. Den Troll, den kriegen wir auch ausgeschaltet. Ich sage, Ivo ist nicht nur sexy, die ist auch klug. Deswegen spiele ich sie auch gerne. Und weil ich Frauen gerne spiele. Und weil sie die Stimme von Angelina hat. Und weil sie eine Elfe ist. Aber ist ganz nebensächlich. So, Spiegel. Hey, schau mal. Zeit zu verschwinden. Was? Das hat ihn wütend gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Sache ist. So, dann aber schnell weg hier. Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Mache ich den? Achso, jetzt können wir die Angel wieder mitnehmen. Das geht jetzt wieder. Jetzt können wir die Angel wieder mitnehmen. Ich dachte, er kommt jetzt hinterher hier, der Troll, weil er so wütend ist oder so. Was ist denn jetzt, wenn wir rausgehen? Hä? Ach so. Haben wir die Angel. Was kann ich denn jetzt mal machen? Lieber nicht. Letztes Mal hat die Faulheit noch über seine Wut gesiegt. Aber beim nächsten Mal könnte es ungemütlich für mich werden. Ich sollte lieber sicherstellen, dass kein dritter Versuch nötig sein wird. Und was mache ich dann so mal Schönes? Hier ist irgendwas. Was? Wenn ich meine Deckung verlasse, wird der Troll mich sehen. Ach so. Ich kann hier nicht weg. Du kannst hier nicht weg. Und da ist das Wasser. Dort geht es etliche Meter. Der will natürlich, wir wollen den natürlich irgendwie dazu bringen, dass er wahrscheinlich ins Wasser knallt. Was mache ich denn mit der Angel jetzt? Was können wir denn jetzt mal Schönes machen? Kann sie jetzt hier irgendwie... Nein, ich bleibe hier oben. Ist hier jetzt irgendwas wegen der Kristalle? Können wir da irgendwas machen? Die Kristalle brauche ich, um drüben das andere Tor zu öffnen. Aber einer von den Jungs muss mir dabei helfen. Ja, warte mal, wenn wir die Angel jetzt nehmen können, vielleicht können wir da was mit dem Boot holen. Sie meinte doch irgendwas vorletzten Part von wegen,
Weiß ich nicht. Irgendwas mit Stärke oder langer Arm oder ich weiß auch nicht. Ich probiere das jetzt mal. Nee, im Boot ist nichts. Was haben wir denn noch, was hier machen könnten? Ich dachte, sie kann jetzt irgendwas rausangeln. Ich wette, hinter dem Maul dieser steingewordenen Monstrosität befindet sich die Schatzkammer mit dem Artefakt des Schicksals. Was können wir mit der Angel machen? Diese Vertiefungen an den Zangen sehen genau... Ja, ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwas mit dem Troll anstellen. Kannst du da bei den Ringen noch was machen? Ich glaube nicht, dass mir die Ringe noch einmal weiterhelfen können. Zumindest nicht ohne neue Symbolfolgen. Okay, das können wir jetzt auch gar nicht mehr benutzen. Na komm, dann schwing dich. Angel. Können wir die irgendwie... Was können wir denn tun? Die beiden sehen unten. Können wir es kombinieren? Können wir hier bei diesen... Nee, dann würde es mir angezeigt werden. Was habe ich denn jetzt mit der Angel vor? Och, ein Rätsel nach dem anderen. Der Troll würde mich sehen, sobald ich die... Lieber nicht. Ich sollte lieber sicherstellen, dass... Ja, der ist sauer geworden, aber irgendwie... Keine Ahnung. Ich bin gerade irgendwie befragt. Was soll sie denn jetzt? Irgendwas brauchen wir. Kann ich die doofe Angel anwenden? Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Kannst du die vielleicht wieder auseinanderbauen oder... Ich bin ein wenig überfragt. Da will sie auch nicht lang. Hatten wir schon. Vielleicht können wir die Steine irgendwie an die Angel bamseln. Ach so, das geht. Kannst du das machen? Und den auch nehmen? Weil das Tor ist jetzt offen, dann geht das anscheinend. Den dritten auch. Oder bleibt der da? Okay, der bleibt da. Das geht nicht. Jetzt haben wir aber zumindest schon mal die Kristalle. Warte mal. Ja, das mit dem Absturz nervt manchmal. Ich benutze es leider, das Spiel, über eine alte Software-CD. Und deswegen, keine Ahnung, immer wenn ich mal zum anderen Bildschirm rübergehe, das mag das Spiel von der damaligen Zeit nicht so gerne. Ich habe die Kristalle geholt und habe leider... das gerade das letzte Stück schon aufgenommen gehabt. Dadurch geht es jetzt ein bisschen schneller, weil ich habe leider vergessen, die Aufnahme auch zu betätigen im Spiel. Ich habe nur meine Stimme aufgenommen, das war sehr blöd. Jetzt spiele ich das nochmal eben nach, weiß aber zumindest, was wir tun sollen. Wenn ich nämlich hier die ganze Zeit die Suchfunktion anmache, dann wurde mir nämlich diese tolle Keule von dem Troll nicht angezeigt. Und die wollen wir jetzt... Mit dem Ding will ich keine Bekanntschaft machen. Und die wollen wir jetzt verwenden. Und ich habe erst gedacht, wir müssen die Kristalle selber hinten einsetzen. Aber nein, wir sollen uns erstmal um den Troll kümmern. Weil sie braucht halt tatsächlich die anderen oder zumindest einen von beiden, um die Kristalle hinten einzusetzen. Das macht sie also eh nicht von alleine. So, und jetzt wollen wir die Angel daran machen, aber... Der Troll würde mich sehen. Der Troll würde sie sehen. Also gibt sie jetzt Wilbur und Nate ein Zeichen. Und ich denke die ganze Zeit, hä, was soll ich machen? Weil das mit dem Wilbo und Nate ein Zeichen geben, dachte ich so, man kann ja vor mit denen nicht reden. Aber jetzt können die beiden den Troll ablenken. Hey, du Troll! Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. Du solltest sie nicht. Wenn in deiner Keule Holzwürmer sind, ist sie damit klüger als du. Okay. Er meint es nicht so. Wir legen mal lieber los. Verstehst du eigentlich, was ich sage? Oder sollte ich lieber grunzen? Oh, der wird richtig sauer. Stimmt es eigentlich, dass Trolle kein Kurzzeitgedächtnis haben? Wilbur. So, und jetzt können wir das mit dem Spiegel machen. Hey, schau mal.
Das war großartig. Los, befreie uns und dann nichts wie weg hier. Wir können doch nicht weg. Wir müssen doch das... den Schatz holen. Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Das weiß ich. Und ich habe ihn ausgeschaltet. Du hast was? Mach das Schiff abflugbereit. Wilbo und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da. Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen. Mit oder ohne euch. Aber Captain Nate... Sie wissen so gut wie ich, dass Sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Ich habe Motrogas Sohn ausgeschaltet und Sie waren dabei. Ich bin erledigt. Nur der Erzmagier kann dich schützen und der will den Schatz. Also warte hier. Aber yay, wir haben es geschafft, den Troll ausgeschaltet. Nur die Keule war halt gar nicht zu sehen. Eigentlich ist es für mich voll komisch. Also los. Dass der über seine Keule, die da einfach nur lag, gestolpert ist, die hätte ja eigentlich mitgerissen werden müssen. Aber okay. Spiellogik. Ein bisschen unheimlich. Na los. Gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Yay. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Vielleicht doch. Du? Ivo? Hm? Es ist dunkel. Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Okay. Ja, an der Stelle habe ich eigentlich einen Cut gemacht. Deswegen ist es für mich jetzt wieder blind. Wir gucken uns mal um. Es sieht aus, als wären wir... Etwas Hartes. Hölzernes. Vielleicht sind es Knochen. Lebendige Skelette, die... Vielleicht ist es einfach nur Holz. Oder das. Ja, es sieht aus wie ein Fass. Vielleicht können wir irgendwie mal Licht oder so. Keine Ahnung, wir stochern mal rum. Wir sind auf jeden Fall in irgendeinem Maul oder so. Hier ist irgendetwas Flüssiges. Ich würde ja gern sagen, es ist Wasser, aber es stinkt fürchterlich. Das ist irgendeine stinkende Flüssigkeit. Riecht scharf und ätzend. Und Ivo hängt da irgendwie am Gaumen, im Maul oder so. Lecker. Ja, weich und warm. Wie ein mit Fett gefüllter Sack. Ich bin das. Warum bist du so weich? Du hast doch kaum Fett auf den Rippen. Das sind nicht meine Rippen. Oh. Würdest du jetzt bitte deine Hände wieder wegnehmen? Entschuldigung. Okay, wir fühlen mal hier. Das ist ein Ding. Etwas Metallisches. Hier ist eine Art rauer, dicker Stoff. Und Gummi. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Wir tasten es ab. Das Ding ist zu groß und schwer, um es zu bewegen. Und es scheint keine losen Einzelteile zu geben. Ja. Da was. Da erkunde das Schwarz hier. Ah, Geister oder so etwas Ähnliches. Oder irgendein Stoff. Vielleicht ein Umhang? Hilft mir zumindest nicht weiter. Warum hängt Ivo jetzt eigentlich die ganze Zeit dran? Also weiß sie das, wo sie da dran hängt? Wir versuchen es mal dort. Etwas Kaltes. Aus Metall, glaube ich. Wie eine Kugel mit runden Erhebungen. Einige Stellen an diesem Ding sind aus Glas, wie es scheint. Ah, wir können was nehmen. Das ist toll. Endlich können wir mal was nehmen. Es ist ziemlich schwer. Aber es ist hohl. Auf einer Seite befindet sich eine Öffnung. Es ist also eine Art Gefäß. Das ist gut. Und das sieht auch so aus, als könnten wir das vielleicht nochmal beleuchten mit irgendwas. Dann hätten wir nämlich Licht. Ja, eine vertrocknete Leiche. Ihre Haut ist wie Papier und... Es ist ein Karton. Ach, Wilbo. Was haben wir im Karton? Hab ihn. Ach, du hast den ganzen Karton genommen. Was haben wir denn im Karton drin? Im Karton sind Leuchtquallen. Yeah. Und in den Schachteln sind
trockene, eckige Dinger. Fühlt sich etwa an wie getrocknetes, zu Würfeln gepresstes Gras. Es riecht ein wenig wie in Seefeld. Nach Meer. Ozean. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich es. Es sind Trockenquallen. Leuchtquallen werden getrocknet in kleinen Kartons angeliefert. Hast du gerade die Qualle angeleckt? Nein. Woher weißt du, wie Quallen schmecken? Das ist meine Sache. Okay, können wir das verwenden? Ich sollte erst eine Flüssigkeit in das Gefäß füllen. Das kriegen wir hin. Wir haben doch hier diese komische Flüssigkeit. Ich habe das Gefäß mit stinkender Brühe gefüllt. Nom nom. So, und jetzt das da rein. Und dann haben wir Licht, hoffentlich. Ich stelle das Gefäß hier ab und lege eine Qualle hinein. Ah, und es ist das, was ich dachte. Du, Ivo? Ja? Ich glaube, das war kein Gang. Was du nicht sagst. Saubere Arbeit. Ich finde, wir sollten schleunigst hier raus. Nicht ohne das da geholt zu haben. Ah. Sehr schön. Du meinst... Allerdings. Das Artefakt des Schicksals. Es wird nicht nur vom Monster bewacht, es ist im Monster. Holen wir es. Das ist toll. Wir holen uns das Artefakt natürlich im Maul des Monsters und da schauen wir uns weiter um und gucken mal, wie wir vor allem mit den beiden hier rauskommen. Dann haben wir das Artefakt und sind frei und Nate wird uns wegfliegen und ja, aber erstmal müssen wir raus aus dem Maul kommen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Bis dann.